Wer macht Para 2? Ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich kann mich nicht mehr an Teil 1 erinnern, deswegen werden wir uns erst Teil 1 geben, danach Teil 2 und dann werden wir gucken, ob wir es vielleicht entweder vergleichen oder halt einfach, dann wissen wir so, ne, um was geht's überhaupt. Und ja, da habe ich Bock drauf. Also, let's go. Das Lied ist von 2016. Beat ist... Okay, Video ist von, Mix Master ist von, Beat, keine Ahnung, kein Plan von. Krass, allein dieses Snare mit diesem riesen Hall, sowas glaube ich, wird man heutzutage gar nicht mehr hören. Also das wird, okay, vom Beat her klingt es schon Trap-mäßig, so wie es heute ist, so ein bisschen, so mit diesem fetten Bass dahinter und so weiter, aber die Snare ist halt komplett untypisch, ne? Das wird's glaube ich, heute nicht mehr geben. Sonst muss ich sagen, krass, dass er a cappella anfängt und dann halt einfach durchflowt. Feiere ich mega sowas. Ey, ich bin so gespannt, wie Teil 2 klingt. Ha, diese Betonung, ne? Runter! Runter! Krass. Ey, ich finde, er sieht so enorm jung da noch aus, ne? Und so übelst so schmal und alles. Der, das ist gerade mal 3 Jahre, ne, in Anführungszeichen, aber das macht schon viel aus. Ich meine, bei Kolle sieht man, glaube ich, die krasseste Entwicklung, so optisch jetzt meine ich, ne, optisch, so mit Bart auf einmal breiter geworden, oben immer weniger Haare, so, das ist schon witzig. Ja, Mann. Okay, doch, den Refrain kenne ich auf jeden Fall. Ich konnte mich an den Song absolut gar nicht mehr erinnern, den Refrain kenne ich aber noch. Den Refrain kenne ich noch, geil. Ich tanze mit der ganzen Mann. Hat der gerade 10 Euro zerrissen? Ernsthaft? Du siehst meine Jungs und rufst die Amjas an. Sag mir, wer macht Para? 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 War das ein Fufi? Ich wette, danach direkt mit Tesafilm hingegangen und das erstmal abgeklebt. Alter, ich hätte ihn nicht erkannt, ne? Ich hätte ihn nicht erkannt ohne seinen Pornobart. Dardan! Ohne Scheiß. Wo ist der Pornobart? Ich dachte wirklich, er wäre damit auf die Welt gekommen. Das Ding, das steht ihm so gut, Alter. Man kann sagen, was man möchte, ne? Vor 3 Jahren schon. Flow richtig, richtig gut, ne? Also, ja, irgendwie, jetzt gerade fühle ich mich schlecht, weil ich gesagt habe, so, dass die ganzen Newcomer, so Maddo und weiß ich nicht was, so voll auf Flow gehen und so. Das haben die Jungs ja vor 3 Jahren auch schon gemacht, ne? Irgendwie. Wir sind voll im Bilde, was Teil 1 so zu bieten hatte. Jetzt können wir mal gucken, was ist mit Teil 2. Alter. Innerhalb von 17 Stunden 1 Million geknackt, auf jeden Fall. Das ist schon mal krass. Wer macht Para? Produktion, Location, Video. Ah, hier. Ah, Beat ist natürlich Iceberg. Sehr nice. Mix ist von Gökhan. Und Volker hat das Mastering gemacht. Nice. Wie gesagt, ich finde, man merkt immer mehr so die 4, 5 Namen von den Leuten, die einfach für Mix und Master Deutschrap, ja, einfach wichtig sind. Video ist von Fatih TV. Kurz gesagt, der Netflix-Videodreher. Nennt man das so? Keine Ahnung. Wer macht Para 2? Ach was, gleiche Location? Sehe ich das gerade richtig? Ist das die gleiche Location und Beat auch wieder ein bisschen ähnlich? Schreibe paar Zeilen und ficke den Markt, 9 mm, schicke dir dein Ticket ins Grab. Mr. Dardy in Porsche ist bei der F-Type, er ist ein Digga oder Maiba, steig weiß, der ist leise, mach die Kohle einfach, ficke gleich dein Halt, du kleiner Hosenscheißer. Mach bitte nicht auf extravagant, besser im Land, geht für meinen Mexican Skull. Mann, der Fucker ladet meine Chest, viel Dank, komm mal in der Festival an, überrolle dieser Penner wie ein Panzer. Okay, also der Flow, da ist auf jeden Fall nochmal eine richtige Schippe draufgesetzt, Alter. Holy shit. Ich muss mal Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Zeig weiß, der ist leise, mach die Kohle einfach, ficke gleich dein Halt, du kleiner Hosenscheißer. Mach bitte nicht auf extravagant, besser im Land, geht für meinen Mexican Scam. Motherfucker, lade meine Chest, viel Dank, komm mal in der Motherfucker, lade meine...
Geil. Mach bitte nicht auf extravagant, bester im Land, geh für meinen Mexikans Kram. Motherfucker, lad meine Cheste, viel Dank, hol mir in der Festival an. Überrolle diese Penner wie ein Panzer, Esperanza, tanz grad und möchte meinen Schwanz ganz hart in die Tat nach Abend. Immer noch geil wie ein Rastafari, immer noch bleib ich Mr. Lari. Rede nicht zu viel, du machst eh nix wie DJ Khaled. Und wir haben einen absoluten Flowwechsel da drin. Erst rattert er durch und danach singt er so ein bisschen, ne? Haben wir jetzt im ersten Teil auch nicht gehabt. Also ich finde, man hört schon erstens natürlich das Moderne im Beat raus, dass es halt 2019 ist. Aber auch am Flow hat sich einiges getan, Alter. Diese Abwechslung, aber auch dieser ganze Double Time und so weiter, wo er wirklich durchrattert, das klingt alles selbstsicherer, ne? Geil. Und der Bart ist endlich da. Der Bart ist endlich da. In die Tat nach Abend, immer noch geil wie ein Rastafari, immer noch bleib ich Mr. Lari. Rede nicht zu viel, du machst eh nix wie DJ Khaled. Komm im Trainingsanzug in ein Café und schieß auf alle. Komm zu Hüfte Thais. Ja, einfach mal so ein bisschen sticheln Richtung DJ Khaled. Kann man machen, ne? DJ Khaled, komm im Trainingsanzug in ein Café und schieß auf alle. Komm zu Hüfte Thais, komm, drücke dir meine Barrette in die Fresse. Mach kein Bell, aber ich kenn kein Pardon, Digga, fick dich mit Adam, du kommst nicht davon. Ah, Zippy, mache Para a la Bill Gates. Ich mach den Scheiß für dich. Warte mal, sind das jetzt andere Scheine? Ah, Zippy, mache. Ah, guck mal. Guck mal, nächste Steigerung. Ja? Kein Fuffi mehr, sondern 500er. Okay. Para a la Bill Gates. Ich mach den Scheiß für die Familie, Digga, fick Fame. Ah, Zippy, sag mir, wer macht Para a la Maradona? Früher noch mit Steinen und ein Wasserkocher. Sag mir, wer macht Para a la Maradona? Heute schmeckt das Leben süß. Ah, ich will dieses Para, Para hören. Wie aus dem ersten Teil. Para, Para. Ich hoffe, das kommt noch. So wie Panna Cotta. Stapel lesbare Szenen. Sag mir, wer macht Para? Mercedes, das Emblem. Sag mir, wer macht Para? Stapel lesbare Szenen. Sag mir, wer macht Para? Sag mir, wer macht Para? Sag mir. Wollten die irgendwie einen Battlefield-Trailer drehen oder sowas? Fatih hat ja komplett übertrieben. Schreibe Parzell, Rippo, auf wen du kennst. Sieh dich ein in der Hilton-Residenz. Am Tag 10 Mille, lebe die Scarface-Film mit der geflüchteten Cousins. Stapel die Bündel, die Schafe am Gürtel, sie macht. Du rennst, Krimärter im Bürger, Krake. Stückel ist auch, wenn es Sünde ist, es muss weg. Kaufe Mama eine vollbesetzte AP. AP, Achi, wer macht Para, wer macht Fluss, wer macht Money, Money. Geil. Und auch da haben wir eine absolute Steigerung, ne? Wäre auch traurig irgendwie, weil die Jungs sind halt durchgehend am Hustlen. Wäre traurig, wenn keine absolute Steigerung zu hören wäre. Und ja, ne? Flowwechsel ist auch da. Das in der Augenbraue ist auch geblieben. Das heißt, wir haben hier wirklich Enno vor uns. Geil, Alter. Dieser Pornobart bei Dadan. Besetze AP, AP, Achi, wer macht Para, wer macht Fluss, wer macht Money, Money. Autotune. Zu viel Energie, hab mal mit der Crew aus NRW auf der Jagd nach Fluss, ja, Selami. Immer noch so hungrig, ja, Mann, ficke deine Mutter wie dein Vater. Ein Wort, drei Stunden lang, das ist... Ficke deine Mutter wie dein Vater. Nach Fluss, ja, Selami. Immer noch so hungrig, ja, Mann, ficke deine Mutter wie dein Vater. Ein Wort, drei Stunden lang, das ist Kofferraum von der Kardas auf Land. Der geht der Kranke als alle, alle. Geil. Drei glatte Stich und durch dein Jogger, dann auch über Ella Driss nach jüngster Korva, flüchten in dem Helikopter, der Flex push am Flex Busbahnhof, versteckt den Hähnchenbrust wie Gustavo, mache eh so viel. Warte mal, Gustavo? Helikopter, der Flex push am Flex Busbahnhof, versteckt den Hähnchenbrust wie Gustavo, mache. Versteck deine Hähnchenbrust wie Gustavo, geil. Ist eine Line angelehnt natürlich an Breaking Bad, Gustavo Frings, der Los Pollos Hermandos da führt, ne, diesen Hähnchenladen. Nice. Flüchten in dem Helikopter, der Flex push am Flex Busbahnhof, versteckt den Hähnchenbrust wie Gustavo, mache eh so viel es geht. Kein Platz mehr im Schuhkarton. Ah, Zippy, sag mir, wer macht Para a la Mayweather? Meine Taschen platzen, frag Dardan, ja, der Bre kennt das. Ah, Zippy, sag mir, wer macht Para a la Maradona? Früher noch mit Steinen und ein Wasserkocher. Sag mir, wer macht Para a la Maradona? Jetzt nochmal zum Thema Snare, ne? Weil ich bei dem Teil 1 gesagt hatte, so die Snare, sowas würdet ihr halt niemals heutzutage nochmal hören. Ihr hört hier, was für eine Snare benutzt wurde, ne? So eine etwas viel höher klingende, blecherne, typische Trap-Snare halt, ne? Und bei dem anderen war es halt so eine Oldschool-Snare irgendwie mit so mega viel Hall und so weiter, ne? Früher noch mit Steinen und ein Wasserkocher. Sag mir, wer macht Para a la Maradona?
Belladonna. Heute schmeckt das Leben süß, so wie Panna Cotta. Stapel lesbare Szenen, sag mir, wer macht Para? Wenn sie nicht, das sind Leben, sag mir, wer macht Para? Stapel lesbare Szenen. Ja, zum Thema Sounds und so weiter in Videos haben wir ja jetzt öfter gesehen, ne? Ob jetzt bei Shindy, ob jetzt bei Kalash und so weiter. Die Jungs wollen halt einfach, dass das Lied auf Spotify gepusht wird. Deswegen machen sie im Video natürlich mehr auf Unterhaltung, mehr auf, ne, Sounds und so weiter dazwischen, dass man den Song nicht so, ich will nicht sagen genießen kann, aber dass man es halt, ne, mit Video guckt. Ja, schön und gut, aber wenn man den Song richtig hören will, dann muss man es halt streamen oder kaufen, ne? Ist ja, ganz ehrlich, ich verstehe es. Ich verstehe es vollkommen. Sag mir, wer macht Para? Sag mir, wer macht Para? Sag mir, wer macht Para? Alter! Süß, die beiden, ne? Süß. Boah, was hat mir jetzt besser gefallen? Also ich glaube, allein schon von diesem modernen Sound und so weiter, Teil 2 auf jeden Fall. Trotzdem muss ich sagen, Teil 1 hatte so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Kredibilität, aber irgendwie war es so, authentischer ist auch dumm gesagt, ne? Ich glaube, es ist so die typische Aussage, so früher war alles besser. Nee, finde ich nicht. Ich fand 2 geiler. Ich fand definitiv 2 besser.